gesagt, die Rosetta fliegen. Das ist etwa im Mai, wo das anfängt. Wieso gehen wir überhaupt zu einem Komet? Kometen sind klein, etwa so gross wie Bern. Sie sind rabenschwarz und sie haben weder einen Ring, noch einen schönen Fleck, noch Mond, noch irgend sonst etwas. Aber Kometen sind cool. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, sie sind kalt. Kometen, das sind richtige Zeugen von unserer Vergangenheit. Wenn wir Kometen studieren, machen wir Archäologie im Weltall. Einfach mit etwas mehr Nulli bei den Jahrzahlen, als wir das bei Archäologie sonst gewöhnt sind. Sie sind gleich alt wie die Erde, sie sind zusammen entstanden mit der Erde, sie haben das Material bewahrt von denen, sie sind richtige Schatztruhe von denen. Das ist, wo wir heute sind. 30 Kilometer vom Komet, heute Morgen, etwa am 1. Morgen, haben wir die 30 Kilometer erreicht und wir kreisen jetzt um einen Komet. In den nächsten paar Wochen gehen wir noch ein bisschen näher, auf 20 Kilometer, am Schluss auf 10 Kilometer. Was wir so ein bisschen gemacht haben, ist den Komet anschauen, zuerst von Zürich, wenn der Komet Eigenmönch und Jungfrau wäre. Die sind auch etwa 4 Kilometer oder 4 Kilometer so und 4 Kilometer so. Wir haben die zuerst von Zürich angeschaut, dann von Bern, von Thun. Jetzt sind wir etwa zu Thun, oder? Gleich mal sind wir dort in Interlaken und dann sind wir dann recht näher. Am 13. Januar 2003 hätten wir starten sollen. Ich weiss nicht, wer die Idee hatte, am 13. zu starten. Das bringt definitiv kein Glück. Und mit dabei war auch Rosina, unsere Bernerin. Und sie ist gekommen, wie sie kommen musste, oder? Im Dezember vorher ist eine Ariane runtergefallen. Und wir mussten warten, weil wir zuerst untersuchen mussten, wieso es nicht geht. Der Komet wird dann hat nicht gewartet. Dann mussten wir einen neuen suchen. Der ist schon gut, der hat einfach den komischen Namen, Zhuryumov Gerasimenko. Ein Jahr später sind wir gestartet. Und nochmal ein Jahr später hat der Herr Hugentobler von Bolliger ziemlich Glück gehabt. Er konnte nämlich die Rosetta fotografieren. Er hat den Preis gewonnen damit. Er hat Glück gehabt, weil sonst über Europa hat es Wolken gehabt. Die Rosetta ist zurückgekommen zum Ping-Pong machen mit der Erde. Oder wenn der Ping-Pong spielt und ihr habt den Schläger rauf und der Ball kommt, dann geht er mit der gleichen Geschwindigkeit wieder weg. Aber so spielt ihr ja nicht Ping-Pong, sondern mit bewegten Schläger. Und genau das Gleiche macht die Erde oder die anderen Planeten mit der Raumsonde. Die Raumsonde kommt, wird angezogen, aber dann, wenn sie weiterfliegt, verliert sie die Geschwindigkeit wieder, aber die Erde steht nicht. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Und ein bisschen von dieser Energie hat die Erde der Rosetta mitgegeben. Ich weiss nicht, ob ihr gemerkt habt, die Erde ist etwas langsamer geworden. Am 25. Februar hat sie ein Selfie heimgeschickt. Es ist aufgenommen mit der Kamera auf der Landeeinheit von Rosetta. Man sieht Solarpanel und im Hintergrund den Mars. 250 Kilometer über die Marsoberfläche hat sie auch Ping-Pong gemacht. Im gleichen Jahr ist sie nachher über die Antarktis geflogen und hat Grahamland fotografiert. Wieder um etwas schneller zu werden, die Erde ist wieder etwas langsamer geworden. Dritte Nacht vor Beiflug 2009, sie ist über die Nachtseite von der Erde geflogen. Man sieht, es ist November, oder im Südpol ist immer Tag im November und im Nordpol sieht man Polarlichter und man sieht, wie viel Lichtverschmutzung wir hier machen. Im Juni 2011 ist etwas passiert, was der Herr Garrel wahrscheinlich auch nicht gerade schön findet. Oder? Der Herzschlag hat aufgehört. Das war der letzte dort. Man hat sie abgeschaltet. Und zwar hat er schlichtweg die Energie gefällt, sie ist so weit von der Sonne weg, dass auch die grossen Solarpanel nicht mehr genützt haben. Aber dann, im Jänner, dieses Jahr, ist sie aufgewacht. Man hat sie geweckt, mit allen möglichen Wecken, aber ehrlich gesagt, am Schluss hat sie sich selber geweckt. Man hat erwartet, dass das Signal, also morgen um 10 Uhr hat man sie geweckt, man hat erwartet, dass das Signal 4:15 nicht so oben hier ankommt. Und es ist nicht gekommen. Und das ist
der Moment, wo das Glück ein bisschen weit geschlafen hat. 20 ab 7 ist es gekommen. Und ich habe noch selten erwachsene Leute außer bei einem Shooting-Match gesehen, so jubeln. Und das nur wegen so einem kleinen Piepschen. Das Glück ist uns hold geblieben. Wir sind nachher seit dem Jänner, dem Komet, immer näher gekommen. Und es war ein toller Moment, wo man gesehen hat, dass dort etwas ist. Ein 4 Kilometer grosser Körper in der fast Unendlichkeit des Sonnensystems zu finden. Wir waren dann 500 Millionen Kilometer von der Erde weg und etwa 2 Milliarden Kilometer geflogen auf 4 Kilometer genau. Das ist immerhin eine Leistung. Und schlussendlich haben wir auch gesehen, was für ein Biest wir angeflogen haben. Es ist ganz offensichtlich ein Badeentli. Seit Anfang August untersuchen wir das Badeentli. Und das ist spannend wie verrückt, oder? Das könnt ihr euch vorstellen. Es hat einen Vorderteil und einen Hinterteil und einen Hals in der Mitte und hinten einen Auspuff. Und unser Instrument kommt gar nicht mehr nachher mitmessen. Jetzt fehlt noch der letzte Höhepunkt bei dem Ganzen, nämlich die Landung. Landen tut nicht Rosetta, landen tut auch nicht unser Rosina-Instrument, landen tut die Landeeinheit, eben die das Selfie gemacht hat. Die wird wahrscheinlich noch mehr Selfies machen, während sie runterfällt. Die haben gesehen, wie es aussieht, das Badeentli. Auf diesem Bild ist der Komet so schön flach, oder? Wir fliegen am Komet durch mit der Rosetta und im richtigen Moment lässt man das Federli los. Und dann geht das runter. Der Komet ist sehr leicht, hat fast keine Gravitation. Ich hoffe einfach, man lässt genau im richtigen Moment los, sonst geht es dann eben durch. Schnell kommt er nicht runter, aber ihr könnt euch selber vorstellen, es hat eigentlich keinen einzigen ebenen Fleck auf diesem Ding. Das erwartet uns am 11.11. Ich gebe ihm etwa 50% Chance, aber wir haben mit dieser Mission bis jetzt so wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich glaube, das kommt dann schon gut. Und wenn es nicht gut kommt, haben wir einen Weg viel gelernt. Calzetta wird den Komet weiter begleiten während der nächsten anderthalb Jahre. Ende Mission ist Ende 2015. Vielleicht wird es noch verlängert. Ich werde offiziell im Jahr 2016 pensioniert. Und wenn es noch verlängert wird, werde ich auch noch verlängert. Auf jeden Fall, Rosetta und ich gehen zusammen in die Pension. Nur man hat Rosetta ein längeres Leben. Man wird den Kontakt verlieren. Die fliegt aber mit dem Komet weiter. Der Komet ist einer, der immer über die Jupiterbahn geht. Irgendwann wird der Jupiter in der Nähe sein. Das führt meistens dazu, dass der Körper abgelenkt wird. Und zwar aus unserem Sonnensystem raus. Und wer weiß, vielleicht in 300 Millionen Jahren trifft sie in ein anderes Sonnensystem ein. Vielleicht ich ja auch, das weiß ich nicht. Und mit zwei am Ende.